Da geht die Sonne auf. Und da gehen wir jetzt gleich hin und gucken uns den Sonnenaufgang an. Hallo. Das sieht extrem geil aus. Guten Morgen, Guys. Ich bin im Hotel geblieben, weil die Florence, die hat hier ein Hotelzimmer. Und da musste ich auf jeden Fall die Chance nutzen, bei ihr zu duschen. Dann hat sie mir angeboten, hier bei der zu pennen. Habe ich natürlich dankend angenommen. Ich habe vergessen, meine Cap anzuziehen. So, da geht die Sonne auf. Und da gehen wir jetzt gleich hin und gucken uns den Sonnenaufgang an, weil es ist so ein Erlebnis. Once in a lifetime, Guys. Und da muss man alles mitnehmen, was man hier kriegen kann. Guck dich an. Richtig geiler alter Scheiß, ey. Gefällt mir. Es ist so krass, dass ich immer noch hier bin, ey. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Fuck, alles ist möglich. Guys, es ist soweit. Die Sonne geht in 9 Minuten auf. Und wir starten jetzt dahin. Florence? Yes. Let's go. I will take my coffee with me. Please. I have to help. All right, let's go. Oh, look at this old. I started to speak English to my community. D-Day, da war ich doch. Omaha Beach. Leute, ist alles miteinander connected. Not this way? Oh, no. Oh, okay. Oh, look at the fuck. Watch. Oh, crazy. It's small. Wow. Crazy. I see the sun. Why is it here? This side. Okay. I don't have a compass yet, but my iPhone has one. This or this? Ooh, my feet. Ah. Yeah. It's like unusual for me that I'm. Do you see me? Where? See. You don't want? It's no problem. Hello. Okay. Now I see. Hello. Okay, there is the sun is there. Okay, then we have to take this way. This way is too long. This way is too long. Too long? Yeah, because we just have 5 minutes. Ich bin komplett aus der Puste. Absolut aufgeregt, wie das hier aussieht. Morgens früh. Guckt euch an. Yo, Guys, wir haben es geschafft, guckt euch an. The sun will goes up there, right? Yeah. No, I was here yesterday. I threw 40 cents in this. Because for 2 wishes, yeah. Absolutely amazing. Guys, guckt euch das an. Da ist einfach hinten einfach so eine Nebelfront, die aufs Meer hinaus zieht. Weil dort ist, glaube ich, ein Sumpfgebiet, so wie ich es verstanden habe. Alter, das sieht extrem geil aus. Oh, the sun. Here comes the sun. Put your music in my hand. When comes the sun. Guys, ich glaube noch so ungefähr 4 Minuten oder so. Und dann ist der Tag angebrochen. Boah, ist einfach so geil. You know, that's the life to see the sunset or the sunrise in different places. It's like, saw the sunset and the sunrise in different places. It's really
It's awesome. Really? In French? Yeah. Okay. Tous les soleils à l'aube dorment encore un peu, engourdis, nonchalants. Ils se moquent bien du feu du jour qui les attend. Ils chassent les ombres des hommes et des guerres. Tous les soleils à l'aube sont comme de grands enfants qui n'ont que faire du temps. Wow, magnifique. I can't... Wie geil das einfach aussieht. Also an alle Leute, die noch nicht hier waren. Kommt auf jeden Fall hier hin, also es lohnt sich auf jeden Fall, das einmal gesehen zu haben. Ja, und die Florence, eine absolute liebenswerte Frau. Ist einfach unglaublich, was ich für ein Glück hatte. Bonjour. Absolut geil, Alter. Magnifik. Absolut genial, ey. Okay, Leute, guckt es euch an. So viele Touristen kommen hier hin, wenn ihr die falsche Uhrzeit auswählt für den Besuch. Verrückt, deswegen rate ich euch. Geht da auf jeden Fall entweder abends hin oder am besten ihr geht dort abends hin, so ab 18 Uhr. Und dann bleibt ihr dort aber auch über Nacht, dann bekommt ihr nämlich alles mit. Dann bekommt ihr den Sonnenuntergang und den Aufgang mit. Und das ist natürlich das, was man am meisten will. Guckt es euch an. Junge, Lifehack, ey. Tschüss. Boah, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Meter Schlange mindestens. Don't hurt me no more. What is love?